Wegen einer Bombendrohung gegen das Amts- und das Landgericht Zwickau kam heute Vormittag der Verkehr auf den umliegenden Straßen zum Erliegen. Humboldtstraße und Dr. Friedrichsring mussten gesperrt werden. Am Ende fand man keine Sprengsätze. Trotzdem müssen solche Ankündigungen immer ernst genommen werden. In diesem Fall haben die Täter die Drohung nicht gegenüber den Gerichten geäußert, sondern gleich bei der Polizei angerufen. Wir haben also heute in den Vormittagsstunden zwei Bombendrohungen per Telefon erhalten. Die sind jeweils im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion in Zwickau eingegangen. Und die haben sowohl das Landgericht als auch das Amtsgericht in Zwickau betroffen. Entsprechend sind die Gebäude, wo sich die Gerichtsräume darin befinden, evakuiert worden. Und im Anschluss haben die polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen begonnen mit Sprengstoffspürhunden, ob entsprechend etwas zu finden ist oder eben auch nicht. Die angedrohten Zeitpunkte, wo entsprechend es zur Explosion kommen sollte, die sind verstrichen, ohne dass es zur Explosion kam. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich unsere Durchsuchungen fortführen, um tatsächlich auf Nummer sicher gehen zu können. Weil sich die Gerichtsgebäude hier an neuralgischen Straßen befinden, die logischerweise während der Zeit der Durchsuchungsmaßnahmen gesperrt werden müssen, kommt es natürlich zu Verkehrsbehinderungen im Stadtbereich von Zwickau. Aber wir sind natürlich daran interessiert, gründlich, aber auch so schnell wie möglich vorzugehen, damit auch diese Sperrungen schnellstmöglich wieder aufgehoben werden können. Unsere kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind natürlich zeitgleich gestartet, weil wir so schnell wie möglich versuchen wollen, die Person ausfindig zu machen, die diese Drohung ausgesprochen hat. Am Ende konnten die Beamten Entwarnung geben. Die Spürhunde haben nichts gefunden. Doch die Jagd nach den Urhebern der Bombendrohung läuft nun mit Hochdruck. Mittlerweile ist bekannt, dass die Drohanrufe von einer Frau aus einer Telefonzelle im Zwickauer Stadtgebiet abgesetzt wurden. Dafür sieht das Strafgesetzbuch eine Haftstrafe bis 3 Jahre oder eine Geldstrafe vor.